Es ist spart, Freunde. Möchte ich Ihnen diese Geschichte vorlesen, weil sie ja auch aus dieser Geschichte, ja, wieder nichts lernen. Aber es hilft nichts. Ich lese sie einfach gerne vor. Sporttagebuch. April 2014. Ich sitze auf meinem Balkon und blicke an mir herab. Aha, denke ich, so. Der Körper ist ein Tempel, sagte mal irgendwer. Das ist mein Körper auch. Allerdings sind die Templer wegen Eigenbedarf rausgeflogen, um einer florierenden Pommesbude Platz zu machen. Ich bin ein bisschen mopsig. Sport wäre gut. Ich erhebe mich und schaue in meinen Garten. Da, die Vögel. Umschwirren den Futterkasten, picken etwas Hirse, schlagen dabei ohne Unterlass mit ihren Flügeln. Nahrung und Bewegung. Bei denen stimmt die Balance. Ich werde es ihnen nachtun. Schön mit Protokoll. Ab morgen. Tag 1. Ach so, ich muss leider noch kurz darauf hinweisen, dass das der Text, ich habe viele Texte geschrieben. Oder geschroben. Ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Ich schrob. Schraben. Man kennt auch den Plural nicht. Jedenfalls, ja, schreb, ja, die Mainzer werden es wissen. Wenn es irgendeiner weiß. Es ist, bitte? Schrobte. Ist recht. Ich hinterfrage das hier im Ort nicht. Jedenfalls ist das von allen Geschichten, die ich so gemacht habe. Die Geschichte, und da bin ich fast stolz drauf, es ist mir aber unangenehm, die Geschichte mit dem absolut hirnverbranntesten und blödesten Schluss. Ich hoffe, Sie können das hier genießen. Tag 1. Ich sehe mich lange im Spiegel an. Ich trage nichts bis auf eine seitlich aufzuknöpfende Jogginghose. Warum, frage ich mich, gibt's sowas eigentlich und wo habe ich die her? Wozu braucht man seitlich aufknöpfbare Klamotten? Damit die Hosenbeine beim Rennen dramatisch herumwehen? Sowas tragen doch nur Bekloppte. Ist aber egal, denn was ich da ansonsten im Spiegel erblicke, sieht ganz gut aus. Dann gehe ich einen Meter zurück. Dann 5. Nun sehe ich mich komplett. Ich hebe meinen Arm. Bizep, komm heraus. Nix zu sehen. Wo ist er denn? Geschmolzen, im Bein versackt, im Sofalin? Ich spanne stattdessen die Bauchmuskeln an. Der Effekt stellt sich sofort ein. Ich muss auf den Pott. Klasse. So geht's nicht weiter. Ab sofort. Training. Tag 2. Ich suche ein Fitnessstudio auf. Aber, obwohl ich in einer sehr ruhigen Siedlung wohne und das Studio nur 50 Meter entfernt ist, also in eben genau dieser ruhigen Siedlung, finde ich keinen Parkplatz. Drecksladen. Fahre nach Hause und gehe zu Fuß zum Studio zurück. Als ich erneut dort ankomme, wird gerade ein Parkplatz frei. Ich gehe heim und hole das Auto, damit ich später nicht latschen muss. Mitdenken ist Trumpf. Es ist der Geist, der sich den Körper baut, sagt ja auch Schiller. Ich betrete das Studio. Erwartungsgemäß riecht es wie in einem Puma-Käfig, den jemand an eine Kaffeemaschine gestellt hat. Außerdem sehe ich überall geschwollene Herren, die Gewichte reißen und dabei wie Gebärende kreischen. Alle, aber auch wirklich alle Bodybuilder, achten Sie auch mal draußen drauf, haben die gleiche Frisur. Die Seiten so auf 0,5 mm runterrasiert und oben so eine Art Topflappen. Das kann nicht meine Welt sein. Ich gehe nach Hause, gehe ans DVD-Regal, entnehme den Film Rocky. Tag 3. Meine Analyse des Filmmaterials ergibt: Der Boxer Rocky Balboa macht vieles richtig. Er trainiert mit dem, was da ist. Rocky joggt vor allen Dingen auch sehr viel. Ich lade mir das extrem motivierende Rocky-Fanfarengedöns-Filmmusikteil auf mein Telefon, ziehe Laufschuhe an, stecke mir die Kopfhörer ins Ohr, trete vor die Tür und drücke Play. Ich renne. Ich renne. Energie durchströmt meinen Körper. Dann recht abrupt Schwärze. Ich erwache irgendwann. Mein Gesicht blutet, ich liege auf der Straße. Ein Mann im Anzug beugt sich besorgt über mich. Grundgütiger, geht's Ihnen gut? Passt schon, sage ich, hab mich wohl zu sehr ausgepowert. Sie zittern am ganzen Leib. Ja, sage ich, mir ist auch kalt. Hier, sagt der Mann, nehmen Sie meine Jacke. Machen sich keine Umstände. Das sind keine Umstände, mein Jackett ist seitlich aufknöpfbar. Gehen Sie weg, Sie Idiot, sage ich. Nein, sagt er, ich bringe Sie heim. Wo wohnen Sie? Ich benötige einen Moment der Orientierung.
Dann weise ich auf meine Haustür und sage da. Tag 4. Fazit heute, Rennen ist nicht so meins. Überhaupt baut man so auch keine Muskeln auf, dazu gehört schon echtes Training. Ich sehe mir nochmal den Film Rocky an. Dann rufe ich meinen Metzger an und ordere eine Schweinehälfte. Wie im Film werde ich sie aufhängen und weichboxen. Mein Metzger sagt, geht klar und legt auf. Die Lieferung kommt 4 Stunden später und besteht aus 92 Schälchen mit Klarsichtfolie, in denen sich rechnerisch, vermutlich tatsächlich, ein halbes Schwein befindet. Irgendwie ist es mir allerdings zu aufwendig, das alles mit grobem Garn zusammenzunähen. Ich rufe den Mann nochmal an. Hör mal, ich wollte ein ganzes Tier. Ich denke, ein halbes. Ja, aber komplett. Wo liegt das Problem? Es ist nicht ganz richtig, sagt der Metzger. Es ist ein halbes Schwein. Pass mal auf. Ich brauche ein vollständiges halbes Tier. Also klar, eine Hälfte, aber in einem Stück. Ach so, das dauert 3 Tage. Den Rest des Tages google ich. Thema Ernährung. Eiweiß wäre gut zum Muskelaufbau, erfahre ich. Und zu vermeiden wäre zwingend Zucker, Fett, Kohlenhydrate, Weißmehl, Reis, Kartoffeln und alles andere. Unbedenklich ist nur Holz. Tag 5. Ich habe zum Frühstück am Türrahmen geleckt. Und dann ein Hantelset im Internet bestellt. 18 Teile, knapp 50 Kilo. Dann fahre ich nochmal zum Studio, Projekt Eiweiß. Da brauche ich also eine Dose von. Hinter dem Tresen des Studios steht eine Frau. Sie ist fast schon absurd durchtrainiert und liest ein Buch namens Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ich weise auf das Buch und sage, ich denke, in Paderborn werden Sie fündig. Sie blickt mich nur an. Führen Sie Eiweiß, sage ich. Die Dose da. Ist das Eiweiß? Nehme ich. Was haben Sie denn vor? Muskeln aufbauen. Dann nehmen Sie am besten Eiweiß. Ja, sage ich. Nehme ich. Sie müssen aber auch Sport treiben. Ich fahre Rad, sage ich. Ja, ich auch. Täglich 130 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit. Was, sage ich, wo kommen Sie denn her? Paderborn, sagt sie. Ich muss los, sage ich. Tag 6. Die Post hat das Paket mit den Hanteln geliefert. Es steht draußen am Postkasten. Leider kann ich es nicht anheben. Schade. Ich gehe wieder rein und befasse mich mit dem Eiweiß. Eiweiß aus der Dose wird damit beworben, dass man es quasi unbemerkt und aus Essen mischen kann. Ich probiere es mit Nutella. Stimmt, funktioniert. Als nächstes probiere ich aus so einer Laune heraus, einfach nur mal zu gucken, so einen gehäuften Esslöffel Eiweißpulver pur. Ich möchte hiermit aus gegebenem Anlass die 3 schlimmsten jemals gekosteten Substanzen auflisten. 3. Platz. Der Kartoffelsalat von 2003, als ich nach 2 leer gegessenen Tellern registrierte, dass ich statt Mayonnaise eine Tube des Holzklebers Ponal im Kühlschrank lagerte. Platz 2. Der Tee, den man mir in der Apotheke schenkte und der sich aufgebrüht als ein Tütchen mit Grillkräutern entpuppte. Ich hatte 3 Tage lang sehr intensiven Stuhlgang. Eigentlich war es eher so eine Art tränenreiches Rodeo, aber es roch immer lecker nach Provence. Platz 1. Neueinsteiger. Reines Eiweiß. Schmeckt, wie man sich gefriergetrocknetes Hooligan-Sperma vorstellt. Löst sich in nichts auf, ist unglaublich teuer und staubt einem die halbe Hütte voll. Ich verstreue das Zeug in meinem Garten. Immerhin, den Vögeln scheint zu schmecken. Tag 7. Das halbe Schwein wird angeliefert. Mein Metzger stellt es mir per Sackkarre neben den Hantelkarton und wünscht mir anzüglich viel Freude damit. Ja, sicher, sage ich. Ich gehe in die Wohnung und mache mich warm. Stecke mir die Kopfhörer ins Ohr, drücke Play und trete vor die Tür. Da ist die Sau. Der erste Schlag muss immer aus der Hüfte kommen. Nimm das Schwein, schrei ich, und lasse meine Faust auf das tote Tier krachen. Tag 83. Der Gips kommt ab. Das.
Halber. Das halbe Schwein war tiefgefroren. Ich habe in den letzten Wochen die Wohnung nicht verlassen und stelle draußen fest, das Schwein ist auch mittlerweile wieder aufgetaut und besteht jetzt echt nur aus 92 Teilen. Immerhin, niemand hat die Hantel geklaut. Ist mein Lieblingswitz, haben Sie nichts mit zu tun. Hier könnte die Geschichte gut vorbei sein, ist sie aber leider nicht. Am Abend sitze ich wieder auf meinem Balkon. Ich habe alles versucht und nichts hat funktioniert. Klar, mein linker Unterarm hat durch den Gips deutlich abgenommen, aber das war jetzt nun nicht das Ziel. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen depressiv. Ich schaue wieder in meinen Garten. Die Spatzen fliegen auf. Einer landet auf dem Balkongeländer. Er ist sehr muskulös. Ich bin noch nicht fertig. Ich gehe rein und hole meinen Rasierer, um dem Spatz eine passende Frisur zu machen. Wenn er sich wehrt, werde ich mal versuchen, ihn seitlich aufzuknöpfen. Dankeschön. Vielen Dank.